Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von uns, dem Simba und dem Benno. Moin moin. Wir spielen Far Cry 5 in einer weiteren Folge hier. In der letzten Folge haben wir leider einen kleinen Hardcut gesetzt, aber das war perfekt, so wie es war. Also, letzte Folge sind sehr viele komische Dinge passiert. Ich würde einfach sagen, spoiler nichts, guckt euch die am besten an, werdet ihr das sehen. Ja, die haben sie wahrscheinlich schon geguckt. Da ist auf jeden Fall sehr viel kranke Scheiße passiert. Ja. Okay, und ich würde sagen, wir bewegen uns durch dieses Tor und stellen Fate Seed. Boah, ja, wir sind jetzt im Finale, oder wie man das auch nennen will. Im Finale von Fates Region. Ja. Genau. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass es jetzt langsam vorbei ist, weil diese ganzen Drogenscheiße. Ja, ist die wissen, aber man fertig mit der Region, das ist halt das Ding, ne? Es ist schon richtig anstrengend. Ja, wir haben zwar sie. Oh, nee. Ach nein. Copyright. Darum geht's dir gerade, ne? Aber jetzt versteht er seine Bestimmung und wird sich in Eden zu uns gesellen. Ach so, was? Egal. Wenn du versuchst, ihn aufzuhalten. Ich werde dich sowas von umbringen, du kleine Drecksau, Alter. Aber wir müssen die letzte Folge mindestens auf 18 stellen, Alter. Das muss ich noch kurz sagen, weil das war ja echt. Dein Sheriff war eine Mauer. Okay. Oh, Junge! Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Also, wir sollten nicht so schnell laufen. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Oh ja, wir haben Waffen endlich. Stirb! Oh, Brudi. Also werde ich diese Mauer einsetzen. Oh, Junge. Ich bin fast gone. Hier ist Muni. Warte, ich komm. Wo ist sie? Ich hab ja auf jeden Fall gut Damage gedrückt, so ist nicht. Ja, sie hat. Hier ist nochmal Muni. Ja, ich weiß. Die haben ja oben. Okay, das ist einfach eine Waffe geworden. Keine Muni mehr, das ist einfach eine Waffe geworden. Oh, das sind mehrere Fates. Welche müssen wir ballern? Ich baller alle kaputt. Ja, baller einfach auf alle. Weil die wird schon die richtige sein. Ich bin gone. Die da hinten ist die mit den. Die da hinten war die. Du bist gone. Nee, auch nicht. Die mit den Blättern umrum, das ist die richtige. Da ist so eine mit Blättern umrum, das ist die richtige Fade. Ich hab hier grad. So. Sie geht ja nach links. Ich muss kurz reloaden. Ich seh sie. Okay, sie geht nach rechts. Nein, wo ist sie jetzt? Du siehst immer, wo sie hingeht. Die hat so einen Schatten, so ein Ball, der geht mit ihr. Guck, siehst du das? Du bist vom Feind. Ja, hab ich gesehen. Jetzt hab ich's nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen, wo sie hin. Die ist nirgendwo. Okay. Ich geb mir erstmal Muni. Ich nehm auch erstmal Muni. So. Oh scheiße, ich hab meine AK weggelegt. Hab ich eben auch aus Versehen, aber ich hab meine noch. Hä, wo okay, ist hier ist ein erste Hilfekästen, gell? Hier oben liegt ein Schrofel da unten im G. Egal, ich behalte meine AK. Okay, die hat Blätter um sich rum, die richtige hat Blätter um sich rum. Nicht auf jeden schießen. Da, die da! Du schlägst mein Angebot aus! Simba, ich baller die Bodenleute kaputt, du ballerst sie in der Luft kaputt, okay? Ja, okay, also ich baller sie kaputt, okay. Ich bin tot, Simba. Simba, ich bin injured. Ja, ich seh's. Ehre. Er ist mächtiger als du glaubst. Boah, Junge. Bist du injured? Nee, okay. Mir geht's gut. Ja, aber du hattest Zeichen. Ja, mein Leben ist tief. Also weit unten. Ich muss mich mal heilen. Na, ich hab mein AK weggelegt. Junge. Meinst du, ich wollte das? Er hat mich mit Drogen gefügig gemacht, mich bedroht. Ich war 17, noch ein Kind. Die Story ist krank, hast du gerade zugehört? Ja, hab ich gehört. Sie ist 17, so alles drum und dran gewesen. Und ihr Vater hat sie ja unter Drogen gesetzt und so. So habe ich das verstanden, ne? Ja. Boah, Digga, das ist halt ehrlich richtig krass, Mann. Das ist sad, Alter. Jetzt tut mir das ein bisschen leid, gell?
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Du wirst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Chef. Du wirst der Held sein. Und dann entscheidest du. Huch, zensieren. Ganz dick zensieren. Wobei. Ja, also bei meiner Aufnahme siehst du gut. Also. Ja. Also bei meiner Aufnahme müssen wir auch ein bisschen was, glaube ich. Oder mindestens auf 18 stellen. Okay. Boah, ich fand das krass. Was hat sie zum Schluss eigentlich noch gerade gesagt? Mein Headset war gerade aus. Also beziehungsweise mein Akku ist gerade. Ja, sie hat gemeint, dass... Ich habe das noch mit dem Travis gesehen, das habe ich gelesen, aber dann... Sie hat gemeint, dass der, ihr Vater der Prophet sein soll, aber im Endeffekt wir der Prophet sind und wir über das Schicksal entscheiden werden, was genau das, was passiert, genau das ist, was wir gerade, was passieren sollte. Das ist, also, ne? Ach so. Also und quasi dass hat sie halt, vorausgesagt, oder wie? Sie hat vorausgesagt und hätte sich am Ende auf unsere Seite gestellt. Das wollte sie damit sagen. Ich habe gemeint, wir werden der Held sein, wir werden den Sheriff retten und wir werden die Welt retten, quasi. Ich nicht so wie dieser, so wie dieses, der Elch. Aber sie hat sich auf unsere Seite gestellt? Hat sie jetzt sie hätte gesagt? Sich auf unsere Seite gestellt. Ah. Sie wurde ja unter Drogen eingesetzt. Guck mal, hä? Plot Twist! Ja, habe ich gehört. Habe ich ja gehört. Die wurde mit 17 von ihrem Vater unter Drogen gesetzt, ne? Ja. Und hol mal deine AK raus. Ja. Können wir jetzt rennen? Perfekt. Ja, können wir mal hier raus, Alter. Ach so, hier hoch. Ich höre den Vater. Also ich muss ehrlich sagen... Sprich mit dem Sheriff. Is to sing his praise than when we first begun. Oh, Junge, guck dir mal seine Pupillen an. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky. Das Bliss. Du musst es aufhalten. Junge, halt's ab. Du musst dich beeilen. Amazing Grace, oh sweet. Oh, Bruder. Junge, nein, nein, nein. A wretch like me. I once was lost, but now. Mach doch was, guck ihn nicht zu, Alter. Was blind, but now I Junge, ich schüttel sei kaputt, Alter. Du musst dich beeilen. Rookie. Er sagt schon vor 20 Sekunden, er soll sich beeilen, Digga, und er guckt ihm erstmal zu, wie er auf den Stuhl steigt. Schade, man kann das halt nicht kaputt schießen. Okay, ich stoppe das Bliss. Okay, hier hoch. Wo? Oben irgendwo. Wir müssen hoch, ja. Hinteragieren. Was für ein Bunker sind wir eigentlich? Was ist hier los? Das ist sie. Weiter. Oh, Junge. Scheiße! Sie ist tot. Hä? Sie ist tot, ne? Ja, ich hab sie geboxt. Oh, Junge. Ich bin gerade ausgegangen. Es geht nur geradeaus.
Ja, der ist auch rechts gegen. Oh, ich bin fast gone. Okay, wir müssen echt zusammenbleiben, das ist hier ein bisschen zu hairy. Ich bin gone, Simba. Gib mal ein bisschen Entdeckung näher. Ich weiß nicht, von wo ich angeballert werde, das ist gerade das, wo ich mich. Ich will das aber einmal interagieren hier. Hab einmal. Seine habe ich. Okay, ich mach auch eins. Ja, ich mach. Dann haben wir gleich 3 von 5 schon direkt. Okay, eins ist gone. Hab eins. Nächste mache ich auch. Hinter mir ist ein Gegner, kannst du dich bitte abschießen, bevor er mich killt. 2 Gegner, 3 Gegner. Irgendwo hinter mir. Ah, oben sind die. Die unten. Ja. Einer ist nur injured. Ich versuche das letzte zu schließen, dann sind wir ready. Ja, ich geb dir Deckung. Kommt noch ein. Scheiße, fang Granate bei mir, Granate, ich fliege. Doch nicht. Ich komm. Alles easy, ich bin noch da. Hab bis jetzt irgendwas geholt. Pass auf, die werfen mit Nades, ne? Ja, ich weiß, ich hab mich schon mit Nades gekillt. Tut mir leid, aber ich muss von hier verschwinden. Nein, musst du nicht! Alter, er kann nicht auch noch drauf gehen. Also ich will nicht sagen, was letzte Folge passiert ist, aber da sind auch ein paar Leute drauf gegangen. Danke. Hier geht's weiter, komm, hier geht's weiter. Wir müssen weiter. Schnell! Ich run. Ich geb dir aber einen an deinem Arsch dran. Ich komm, ich bin da. Mach auf, renn durch. Nein, wir müssen nochmal ein paar Pumpen durchmachen. 3 Stück aber nur. Ich hab nicht mehr für Muni. Zerstört, geh weg. Bin ich, muss mich kurz healen. Ich schmeiß Granaten hinter, vielleicht geht hier so kaputt. Jawohl, perfekt. 3 Pumpen. Okay, wir müssen wahrscheinlich weiter hier durch. Jawohl. Diese Flammen, die machen mir zu viel Damage, ich komm da nicht durch. Ja, du musst warten, bis die Flammen aufhören. Und dann kannst du durchrennen. Hier ist Muni. Das klingt, als würde hier alles in die Luft fliegen. Warte, wo? Hier. Überleben. In der Ecke. Viel Glück. Okay, wir haben ihn. Ja, warum musst du mich gerade hauen? Ich hab's genau gehört, Alter. War das hier Muni? Boah, diese AK ist so heavy, stark. Heavy. Oh, da ist ja. Dieser AK ist so stark. Oh mein Gott, ich brenne. Selbst gegen gepanzerte Leute. Brauchst du Hilfe? Ja, nee. Ich brenne auch. Ich hab was aus dem Trumpf wieder aufgehoben. Scheiße, wo ist meine Waffe? Da. Brennen? Warum löschst du dich denn nicht? Oh, hier ist noch ein Heavy. Aua! Ah, Tom! Ich hab. Ich hab keine Kiste, keine Erste-Hilfe-Kisten mehr. Ich muss mir erstmal healen. Wo bist du? Ja, ich stehe hinter der Kiste. Ja, okay, renn weg. Kein Problem. Ich warte doch, alles gut, ich warte. Ich komme aus dem Bunker, ja, ich bin dabei. Renn ich noch oder was ist da los? Hier hoch, ne? Oder wo bist du denn? Ja. Hä? Weiß ich, wohin müssen? Ja, hier hoch. Aber wir müssen hier unten bleiben, oder?
Ne, wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Hoch war schon richtig, natürlich, wir müssen hoch. Aus, das ist ein Bunker, wir müssen aus dem Bunker raus. Ja, hier, ich hab. Bist du unter mir? Digga, hier sind Gegner, Junge. Sag ich, komm einfach die Dings hoch. Du kannst einfach hochgehen, die schießen dich nicht ab dann. Wir müssen uns nicht, wir müssen nicht rushen, Digga, wir haben Zeit. Aber trotzdem, meinst du, wir haben jetzt Zeit? Brenne ich. Ja, ich denke mal schon. Sonst würde irgendwo eine Zeit runterlaufen, wenn wir keine Zeit hätten, wäre so meine Meinung. Ja, okay, das, ja, okay, das ist ein Argument. Boah, tschü, Junge. Tschü. Junge. Ja, tschü, raus hier. Tschü. Nice, Junge. Boah, Digga. Einmal so einen kompletten Bunker in die Luft gejagt. Ja, Mann, das hat ehrlich so. Yay! Yeah, Amerika! Henbane River, Region befreit. Nice! Boah, Junge. Das war mal ein krasses Finale, Alter. Ist so. Auch mit vielen Plot-Twists. Boah, wie man das ausspricht. Also muss ich ehrlich sagen, das war echt krass, Alter. Ja, Mann. Ich muss aber ehrlich sagen, also mein Kopf ist schon ein bisschen... Ein bisschen Matschebirne, ne? Ja, da passiert zu viel, da passiert zu viel zu schnell irgendwie. Ja. Aber nice. Ja. Das war auch eine entspannte Folge, ja, finde ich. Ja, aber ich muss echt sagen, also es war echt uff. Mein Kopf, ich merke den, Alter. Aber bei mir ist es schon. Oh Gott sei Dank, er lebt noch. Ja, das ist halt echt. Das ist echt gut, Mann. Warum atmet er so schwer? Du siehst scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Ich muss los. Hm. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Das ist ein Befehl, Deputy. Also, Gefängnis hat der Typ nicht verdient. Ich glaube, der muss sterben. Also, er muss sterben. Gefängnis hätte so jemand nicht verdient. Weißt du, aber Gefängnis ist manchmal schlimmer als Tod. Nee, Junge, Gefängnis ist noch... Danach kommt er wieder raus und danach macht er die gleiche Scheiße. Nein, ich meine ja unendlich im Gefängnis, also... lebenslang. Meine Faith. Meine Faith. Faith. Ja. Sie war nicht die Erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Oh Mann, ey. Psst. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren. Also verlieren wir nie den Glauben.
und jene, die uns Böses wollen, werden leiden. Ich glaube, die werden leiden. Boah, 4000, Junge. Boah, Digga, das ist geil. Was sind zu den Außenposten? Sind die jetzt eigentlich auch schon? Nee, die müssen wir noch befreien. Also Fate ist weg, aber wir könnten uns jetzt an die Außenposten machen und noch. Nee, guck mal, du musst mal rausscrollen an der Karte. Ist die auch weg? Guck mal. Ja, ich bin ja auch gerade auf der Karte. Das heißt, keine nervige Fake mehr die ganze Zeit, die uns irgendwie verschwunden. Boah, das ist halt ehrlich geil. Ich weiß ja nicht, hat er gesagt, Spielzeuge? Spielzeuge, sorry. Ich weiß auch nicht, wie weit es jetzt in der Zukunft später auswirkt. Ob in den anderen Regionen, die zum Beispiel auch dann Faith da ist, weißt du, ich meine? Mhm. Auf jeden Fall sind wir die jetzt los, Alter, muss ich ehrlich sagen, Mann. Ja, Mann, zum Glück, Alter. Ich bin froh, dass wir die jetzt los sind. Alter, die hat mich, also, uff. Ist so, die Alte, die war ein bisschen geisteskrank. Aber am Ende hat sie mir echt ein bisschen leid getan, ne? Ja, ja, mir auch. Also ich muss, im Endeffekt kann sie dafür ja gar nichts, ne? Mhm. Deswegen. Okay, jetzt soll ich auch mal meine Pistole gucken, dass man die auch verbessern kann. Ja, kann man. Ja, Ehre, du kannst sogar Visiere draufschrauben. Schalldämpfer. Was war das? Ne, also irgendwie. Vor allem, du musst überlegen, mit 17, Alter. Ist so, mit 17 wurde die weggenommen und dann erstmal fett Drogen gekauft. Die Drogen eingesetzt. Boah, Digga, das ist halt schon hart, Alter. Das ist halt echt hart. Alter, das ist echt. Die kann einem schon ein bisschen leid tun, ne? Mhm. Was ist das denn? Der heißt Sündenfresser. Wart's nur ab. Hier wird es bestimmt richtig hektisch, sobald ich fertig bin. Ich bin Experte. Aber ich glaube, ich hole mir eine Prestige-Waffe, oder? Oder, ja, mache ich. Aber was holst du dir für eine Waffe? Ich hab gar keine Waffe geholt. Ich möchte mal gerne eine Pistol holen. Ich habe nur meine AK fertig geupgradet und meine Pistole ein bisschen geupgradet. Boah, ich habe auch nicht so krass viel Geld. Ich glaube, ich upgrade auch meine AK. Ist ein guter Call gewesen von dir, muss ich sagen. Aber ich kann die gar nicht mehr upgraden. Lol. Die ist schon Max. Oder? Alter, hier gibt's eine MG42. Wie kann man. Ich glaube, ich kann die Waffe gar nicht mehr weiter. Ja, es gibt nur das. Das gibt nur das, was es gibt. Also, es gibt nur. Farbe. Wie kann ich eigentlich Brandmunition benutzen? Du gehst aufs. Also erstmal musst du kaufen, ne? Gegenstände. Ja. Auch Munition, ne? Spezialmunition. Ne, bei Gegenstände Spezialmunition. Wo ist die denn? Ach, da Gegenständen? Und dann ganz unten Spezialmunition. Letzte Kategorie. Da ist zum Beispiel Gewehrmunition und so alles. Die hab ich auch gemacht. Und dann gehst du einfach auf L1, die Sachen raten. Ich hol mir nicht mehr unter Faith Einfluss. Ich hol mir gerade, ich hol mir ganz kurz andere Sachen noch, die ich mir. So, was hast du gesagt? Du gehst dann ins Waffenrad. Wenn du. Waffen? Ja, Spezialmunition also. Da, ja. Ach, nein, da unten, nicht, aber nicht, kann ich doch nicht. Gar nicht. Ach so, du musst erst. Ja, okay, dann musst du erst den Perk freischalten. Stimmt, ja. Schwarzmarkt. Aber ich hab dir was gegeben. Geh mal, komm mal raus hier aus dem Laden. Drück mal Waffenrad. Hm. Und dann geh mal auf dein Gewehr. Und dann kannst du mit Dreieck Panzerbrechmunition, Gewehrmunition wechseln. Meinst du Inventar, ne? Ja. Ah, da Spezialmunition. Und da kannst du auch Brandmunition. Ja, und da kannst du auch dein Panzerbrechen. Auto deinen Schießmodus einstellen, also zwischen Vollauto, Dreischuss oder halt Einzelschuss. Ja, das habe ich gesehen, das habe ich schon gesehen. Ah, Panzerbrechende, Gewehrmunition oder Panzerbrechende? Was soll ich nehmen? Normale. Nimm immer normale mit. Panzerbrechende Munition würde ich nur gegen dicke Gegner benutzen. Hab ich. Weil die ist teuer und ja. Achso, ich will nochmal ganz kurz gucken. Ich noch. Ja, Peaches, ja, okay. Ist ja gut.
Boah, Junge, das war halt echt krass zum Schluss. Hier gibt's sogar noch eine Mission, ne? Ja. Von dem Typen, von dem Dog. Ach so, stimmt. Naja, okay, lassen wir erstmal, ne? Wollen wir den Außenposten machen, den markiert? Ey, da oben ist ein Schrein. Ja, lass den mal machen. Wo ist ein Schrein? Ah, ich hab's gesehen. Ja, der ist halt ganz schön weit weg, ne? Ja, der ist hier direkt voraus. Warte. Wo? Markiert. Ach so. Okay, bei mir ist da kein Schrein. Aber ja, das meinst du. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt, ja, okay. Dann lass da kurz hin und lass dann zu dem Außenposten, ne? Ja. Okay. Auto oder Heli? Ich würde schon beim Heli suchen. Holst du ein? Yes, wir können loslegen. Okay, ich warte mal ganz kurz. Wo ist er? Bist du? Also ich würde sagen, wir machen dann nochmal den Schrein kaputt, dann die beiden Außenposten. Es gibt ja noch einen Schrein, den ich schon gesehen habe. Und dann... Dann sind wir auch erstmal durch, ne? Also ich, dann haben wir auch die Region noch eigentlich abgearbeitet, ne? Ja. Wo ist der Außenposten jetzt nochmal? Hast du den Schrein schon kaputt gemacht? Der Schrein ist gerade eben explodiert, ja. Hast du es nicht mitbekommen? Nee, ich war an der Karte. Da drüben ist er. Ach so. Ja, so gemacht. Ja. Bin wieder da. Kannst du runter? Ja, ist alles. Von hier oben, guck mal, Peaches macht auch mit. Kannst du mich sonst runterlassen oder so? Fate redet immer noch, ne? Bei mir nicht. Oder hören wir ich die reden? Und du hörst die reden. Bist du ausgestiegen? Ja. Wow. Schönes Ding. Hast du keinen Alarm, ne? Ich hab die Alarme kaputt extra gemacht. Extra Code dafür? Ich hab die Alarme kaputt gemacht. Mit Raketen. Ja, voll verbrennt das Bliss, Alter. Braucht eh kein Schwein mehr. Fate lebt ja nicht mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist schon die krankste Region, oder? Von allen so? Ja. Das ist die Drogen Weil, halt. Junge, halt kaputt, ne? Wer soll das noch toppen, Mann? Ich bin mal gespannt, wie bei Jacobs geht, weil die ja die Militär, das Militär ausbauen. Ja. So. Willst du noch looten oder direkt weiter zum nächsten? Ich würde nur mal looten. Okay. Will mir nochmal nach einem Safe suchen. Mach mal. Ich muss aber trotzdem sagen, das Finale war trotzdem gar nicht so lange, ne? Nee, es ging. Aber gut, du kriegst halt Halbe vier Finale. Stunde oder was halt, war das? Ja, ungefähr. Kriegst halt viermal, ne? Im Finale quasi. Ja, okay, das Mit stimmt. Mit jeder Region ein ich Finale. Ich bin ein bisschen voll mit allem, also... Hier ist ich ein Safe. Ich hab voll Munition und alles. Wo bist du? Ah, oh, du bist da im Haus. Perfekt, da muss ich auch gerade rein.
$250. So. Gut. Zum nächsten, oder? Ich würde sagen, wir fliegen weiter. Die. Ja. Musst du fliegen oder soll ich fliegen? Nee, mach du mal. Also ich bin echt, also du weißt ja, wie es bei Dings aussieht, bei Johns Region ja, da. Ja. Aber spoiler mal bitte nicht. Nee, mach ich nicht. Aber ich bin auch wirklich gespannt, wie es bei Jacob aussieht. Bin ich auch ehrlich gesagt sehr gespannt sogar. Aber eine Sache muss ich sagen, finde ich schon ein bisschen weird so. Du wirst auf einer Insel quasi gefunden, die mitten in der Map ist. Okay, schön und gut, ne? Aber wenn du überlegst, 2 Meter weiter, nördlich von der Insel, ist halt einfach so die finale Insel, ne? Weißt du, was ich meine? Vom Ding ja. Her so? Das ist halt so, aber sonst. Geht der nicht kaputt, der Alarm? Oh fuck, wir haben keine Minen. Hab ihn abgeballert. Yes. Ah, der andere ist leider aktiviert. Kannst du mich runterlassen? Ich muss kurz irgendwas mal abdrehen. Oh, was muss. Ja, was geht denn hier ab? Ist der Heli kaputt? Ja. Junge. Bin froh, dass wir nicht explodiert sind. So. Falls End. Oh shit, ist der explodiert, Alter. Armer Junge. Also hier ist wieder flugbereit. Okay, perfekt. Und perfekt. Ey, die haben jetzt einen anderen Heli hin, ne? Wir brauchen einen Heli, glaube ich. Nice. Oder hast du auf mich geballert? Ich war hinter dir. Hast du auf mich geballert? Ich hocke im Heli, ja. Und die Tankstelle ist auch wieder in Ordnung. Hat sie zwar gerade ein bisschen Luft gesprengt, aber ja, egal. Ja, gut, ne? Einen haben wir noch, oder? Einen Außenposten. Nee. Wir haben jetzt alle fertig. Waren das echt alle Außenposten? 400 Euro, Dollar, 8 von 8. Also 400. 8 von 8, tatsächlich. Und dann haben wir die Außenposten fertig, ne? Und dann gibt's halt noch die ganze kleine Mission, die Nebenmission, bla bla bla, Aufträge, Eigentum der Sekten. Also es gibt noch verdammte 11 Schreine. Boah, so viele, ne? Mhm. Das ist krass viel, Alter. Ja, der Helikopter ist noch. Okay. Safe? Lass knacken. Hier, hast du einen Safe? Nee. Hast du einen? Ich hab hier irgendwas mit Schloss knacken. Also, ja, hier ist einer. Da ist Safe, wenn du hier oben ist noch. Hier oben ist noch Cash, ne? Oh, ja, da ist auch noch Cash. Sorry. Alles gut. Silberbarren sogar. Hier ist auch noch Cash. Ey, pst. Ey. Wo? Hier auf dem Tisch. Ah, hier hinten, ja. Perfekt, ja. Okay. Dann. So, gucken wir auf die Map. Sorry. Alter, wir haben halt schon gut geklärt, ne? Ja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal. Wir haben noch sehr, sehr, sehr viel Grau, da müssen wir auf jeden Fall nochmal lang fahren. Mhm. Base im Auto oder so. Ja, mit dem Flugzeug geht es nicht. Also mit dem Flugzeug kannst du keine. Naja, das habe ich mir schon gedacht. Hier ist ein Schlüssel schon wieder gewesen. Hier ist noch ein Zettel, gell? Warte, ich muss irgendwie. Wir müssen zurückholen, was uns gehört. Hallo. Da. Wenn die Munition reicht, gewinnen wir das hier. Vor allem hier liegt einfach Raketenwerfer in dem Kühlschrank. Was? Wo? Hier! Lol. Da liegt Raketenwerfermunition im Kühlschrank. Hab's gesehen. Ah, hier war ich schon drin. Hier ist ein Hund hier. Oh, warte, ich kann mit ihm reden. Ja,
Nach innen ist er zugesperrt, aber man soll auch durchs Wasser reinkommen. Schiffswrack. Schiffswrack, ja. Wieder ein Prepper-Versteck. Ja, die müssen wir auch mal machen, gell? So. Boah, guck mal, wie weit das weg ist. Ja, hab ich auch gerade eben gesehen. Das ist aber nicht bei uns, das ist nicht bei uns in der Nähe. Das ist auch nicht unser Gebiet. Das ist bei der anderen Region. Ja. Das ist bei Jacobs Region. Ja. So. Gut, drei Stück sehe ich jetzt hier aber noch. Ne, zwei Stück Prepper-Verstecke sehe ich jetzt hier bei uns noch. Wo? Bei uns, ne? Ja. Einmal da, der Markierung. Ja, sehe ich. Und ja. Da oben. Ja, das sind zwei, ja. Ich würde aber sagen, dies machen wir auch in der nächsten Folge. Ja, ich auch sagen. Oder siehst du das? Ja. In der Folge haben wir viel gemacht, viel gesehen, viel erlebt. Ist viel Action passiert, ja, ja. Sehr viel Action passiert. Also das hat sich echt gelohnt, ne? Würde ich auch mal behaupten, ja. Vor allen Dingen haben wir einfach Fates Region jetzt einfach befreit. Und ja. Wollen wir dann eigentlich sitzen gehen? Wollen wir dann zu Jacob gehen oder wollen wir dann zu John gehen? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten. Sprechen in der nächsten Folge oder willst du es jetzt schon machen? Ja, ich würde es jetzt schon machen, um einfach den lieben Herren und Damen da draußen ein bisschen Spannung wegzunehmen. Aber macht es sich gerade Spannung, nicht zu wissen, wo wir als nächstes hingehen? Schon, aber ich, wenn sie jetzt wissen, dass wir zu Jacob gehen, dann würden sie sich wahrscheinlich freuen, denken sie so, oh, die geht zu Jacobs. Also ich könnte muss interessant sagen, werden. Also ich kenne beide Regionen noch nicht, ne? Ich kenne auch und beide, also ich halt kenne Johns Region halt, ja. Ja, genau, das ist ja das Ding. Also ich würde sagen, was machen die denn, in Anführungsstrichen, still ist? Ja, also Jacob macht die, bildet die Armee aus. Ja, und John nimmt die gefangen. Und John entführt Menschen, zwingt sie zu Beicht und erntet Tiere und Lebensmittel zur Vorbereitung auf den Kollaps. Ja, was ist ein Ding ja schlimmer? Ja, eigentlich hat schon Leute entführt. Wenn du mal ganz raus kurz, ich glaube, Faith war schon die größte Region, oder? Fate ist halt schon eine sehr... Ah gut, aber Jacobs ist halt auch nicht klein, gell? Ja, das stimmt. Dann... Wollen wir mit dem John machen? Ja, lass uns dann die nächste Folge mit dem John weitermachen. Ja, ist in Ordnung. Und dann machen wir zum Schluss quasi das, was wir halt zum Beispiel noch gar nicht kennen, was ich glaube auch mit am spannendsten und am schwierigsten wird, weil er bildet, er hat halt echt viele Leute dann, ne? So, wenn er Armee ausbildet und so. Ja. Denke ich jetzt mal einfach. Ja. Aber der hat auch, oh, da steht sogar, um ihre Armee aufzubauen, indoktriniert Eden's Gate-Soldaten und verwandelt Wölfe in sogenannte Judges. Also werden wir wahrscheinlich nicht nur mit Menschen zu kämpfen haben, sondern auch mit Wölfen. Ich würde sagen, machen wir das zum Schluss? Ja. Also werdet ihr in der nächsten Folge dann Johns Region sehen. Genau. Und dann werden wir da weitermachen. Genau. Und keine Sorge, Leute, wir werden auch... Ja, bitte, was? Ich würde sagen, wir müssen aber trotzdem noch mal einmal Faith-Region einmal komplett fertig machen, ne? Ja, das ist das, was ich gerade auch sagen wollte. Ich wollte gerade sagen, am Ende so, wenn wir wahrscheinlich, denke ich mal, alle gemacht haben, und bevor wir uns dann zum Endboss wagen, würde ich ja vorschlagen, dass wir dann einfach die Region einfach auf 100% räumen und uns dann Joseph Seed entgegenstellen. Das wäre so meine Idee und mein Vorschlag eigentlich. Oder wir machen halt wirklich jede Region einmal 100% und gehen dann zur nächsten Region. Na, oder halt so, ne? Ja, das muss man halt... Also auf jeden Fall habe ich noch richtig Bock auf... Also ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich habe auch noch Bock drauf, also... Es macht auch noch richtig Bock. Also vor allem, muss dazu sagen, wir kommen ja gar nicht auf... wir kommen gar nicht dazu aufhören zu spielen. Also wenn ich überlege, vor einer Stunde hast du gesagt, dass... Ich muss mit deinem Hund raus, ja. Nee, vor anderthalb Stunden war das gewesen. Vor anderthalb Stunden hast du gesagt so, boah, ich muss eine halbe Stunde mit meinem Hund raus, lass noch eine Aufnahme machen und dann hören wir auf, ne? Anderthalb Stunden später und ich denke mir so, boah, ich hätte immer noch Bock weiterzumachen. Obwohl ich sagen muss, mein Kopf ist halt schon ein bisschen kaputt von dem Ganzen. Ja, das Ding ist halt, was meiner Meinung nach der Fall ist, das Fade, also dass wir am Ende noch gegen Fade kämpfen mussten, das hat halt die Spannung von mir, von meiner Seite auf jeden Fall ziemlich schwer gezogen. Ja, das auf jeden, Also trotzdem denke ich jetzt, dass du mit dem Hund rausgehen solltest. Aber ich finde halt echt, also
vor allem zum Schluss, du konntest einfach nicht aufhören, du wolltest einfach nicht so, du musstest wissen, wie es weitergeht, ne? Ist so, ja. So war es bei mir zumindest gewesen, also das war... War bei mir aber auch so. Also das war halt echt... Aber das tolles Spiel, krass, macht ja Spaß, und die Story und die Mission also war auch extrem gut, fand ich. Ja, ich muss sagen, ich dachte, wir retten alle, so, aber ich finde es halt ein bisschen schade quasi, wie es mit dem einen geendet ist, ne? Ja. So, das finde ich halt ein bisschen schade, wie das mit dem einen Kollegen von uns geendet ist, aber sonst. Ja, es war halt echt krass, Alter. So, du kommst da rein, auf einmal, bam, bam, Junge, und denkst du, was ist passiert, Alter? Uff, ja, was ja ist passiert? Copyright! Was, wieso Copyright? Ja, weil ich gerade 187 singen wollte. Also. Ja, Gav, bin ich auch. Mein Puma ist so. Der Puma, der ist super erzogen. Ja, Mann. Alles klar, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns. Ja, da fahren noch Leute von Legion's Gate rum. Na, komm. Okay. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann, also hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.